Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir machen weiter und fahren jetzt Richtung Hof und werden das Gerät entsprechend auffüllen mit Dünger. Und da werden wir noch auf Feld Nummer 3 Raps aussehen. Hier ist gepflügt. Müssen wir auch noch was machen, ne? Hier war drinne Hopfen. Da muss ich mal schauen, was auf meiner Fruchtfolge her am besten wäre. Könnten noch Getreide aussehen, ne? Also glaube ich jedenfalls. Aktuell haben wir jetzt ein großes Feld mit Weizen und zwei kleine Felder mit Weizen und ein großes Feld mit Gerste. Das wird das größte, glaube ich, was wir zurzeit haben. Und dann muss ich mal sehen, was wir nachher noch. Hier kommt der Mais rein. Sowohl auf der 14 als auch auf der genau 14 und auf der 1. Da müsste die 1 sein, ja. Da wird auch entsprechend reinkommen und dann muss ich mal her. Was wir noch machen her. Ist auch nicht ganz schlüssig. Die brauchen vor allen Dingen Weizengerste für unsere Produktion, für Bier später, wenn die mal fertig haben. Ansonsten. Ja, schauen wir mal, ne? Können auch 19 beginnen, das oder muss da gepflügt werden? Also Raps, Mais muss eigentlich gepflügt werden, ne? Dann werden wir das gleich mal auf die 13 aussehen. So, und zwar doch null. Dann fahren wir auf die 13 und werden da entsprechend dann fahren wir 13 und da anstrengen. So, jetzt haben wir an Leistung. Traktor 8%. Müsste passen noch. Tank ist auch noch gut voll. So. Der erste ist der Kalk, der zweite ist auch irgendwas. Brauchen wir beides. Bevor wir uns hier wohl Weizen. Als nicht so groß, aber ich will nicht wegen ein paar wenigen Kubik noch mal extra hinfahren. Ne? Muss auch nicht sein. Und mal ganz gucken bei Seasons, ob wir bei hier meldet nur kleine Tiere. Ne? Ja, gut, aber der Rest passt. Kühe, die teure Silage kriegen sie sowieso nicht. Die Station haben sie gut gekriegt. Muss ich nicht ganz verstehen, wieso da jetzt immer so komisch ist. Dass jetzt gleich Season und die großen Tiere verkauft hat. Beziehungsweise der Schwindibus. So. Das ist Wetter gut aus. Also morgen trocken. So, Hopfen. Gut, Hopfen kommt Raps. Okay. Und mal ganz kurz gucken. Gehen wir aufs Saatgut. Dann mal schauen wir ganz kurz im Menü, ob das gepflügt werden muss. Ich glaube schon. Und zwar Wachstum, und zwar die 19. Ja, muss gepflügt werden. 21 auch. Ja, gut. Gut, dann fahren wir erstmal Richtung Raps. 13 machen da beginnen damit Aussaat, da passt so N zu machen. N, ich musste kurz überlegen, jetzt bin ich da eingefallen. Oft ist ja das naheliegendste, dass man das dann nicht naja, nicht behält. Ich glaube, mal die inneren Sicht machen, ein bisschen besser gucken können. Die Bäume sind das zwar schön anzusehen, aber wenn man von außen fährt, kann das Grün schon ein bisschen stören. Ne? Aber wie gesagt, die Bäume gehören dazu. Deswegen fahren wir von innen. Straße ist ganz okay, da innen fahren. Ne? Also ein Feld, wo wir jetzt abfahren müssten und so. Ah, die Ernte von Rüben. Oh, naja, einer am anderen.
brauchen wir auch noch. So. So, gut. Berechne mal eine ganze gute Sache hier. Und 13. Nehmen wir auch 3, ne? Ja. 14 Meter, der ist quasi bei. Mal sehen, ob er 3 mitmacht. Macht er. So. Dann nehmen wir den kurzen Speichern. Aussaat, Feld, 13, 14 Meter, ohne Komma. Dann, genau den Punkt, das passt schon so, müsste eigentlich anfangen hier vorne gleich. Jetzt geht los, wenn wir einen Traktor finden, der die entsprechende Leistung hat. Wir könnten theoretisch jetzt für Flügen den von der BGH nehmen. Der wäre geeignet. Und der natürlich, ne? Der ist von ihrem bestens geeignet. Also das Ding dahin geht um Keks. Dazu werden wir mal ganz kurz abkoppeln, ne? Den brauchen wir sowieso nicht. Fahren wir hier so einen Lärmmacher gleich weg hier, ne? Der macht so Geräusche. Das kann ich rum. Dann holen wir uns mal hier die Flugattacke hier, die wir haben. Und dann werden wir gleich mal Feld 13, 19 flügen und die 3. Wir gehen aber erstmal 3, da ist unten alles frei. Muss ja auch noch gemacht werden, ne? Also der Hexter muss auch noch runtergefahren werden. Also wir haben genug Arbeit, also wir können dann Tage beruhigt bei einspielen. Nachts werden wir auf 20 oder 30 oder 60 fahren, laufen lassen. Das ist okay. Aber tagsüber aktuell, so sehe ich, was an Arbeit ansteht, auf 1. Möchte heute nach Rügen, wenn es trocken wird, Kartoffeln probieren. Kartoffeln probiere ich auch noch nicht aus. Das wird auch bei Feuchtigkeit gehen. Die will ich eigentlich gleich verkaufen, normalerweise. Das war eigentlich ungünstig, weil da geht nicht viel rein. Ne? Muss man sehen, ob wir mehrere Fahrzeuge haben. Ja, mal sehen. Irgendwie kriege ich schon eine Reihe. So. Wie ist der aktuelle Temperaturstatus? Der Traktor hat schon ein bisschen Probleme. Ich meine, beim Flügen ist es nicht ganz so tragisch. Beim Traktor nur wenn der Flug entsprechend. Die Flugattrappe, ist immer so, ne? Beim Flügen geht es aber 8%. 5, 6. So. Beginnen wir 3, ne, weil da ein Hexer drauf ist. Und später hier auch noch. Also. Haben wir reichlich Arbeit. Ich dachte, wäre langweilig oder so, ne? Ne, ne. Also Holz schaffen wir gar nicht aktuell. Da müssten wir immer noch einspielen normalerweise. Wäre auch sinnvoll, ne? Normalerweise. Zumindest wenn wir was zu tun haben. So, Feldarbeit. So, mal ganz kurz gucken hier. Was sagt der jetzt hier? Gut. Kursgenerierung. 16 Meter passt. Wir machen Vorgewende, machen wir 2. 2. Machen wir ein bisschen kleiner auf 15. Entschuldigung. 2. Uhrzeiger sind automatisch.
Living Rare. Ach so. Junge, Feld 3 muss aktiviert werden. Wird das nix. So. Nur 0, passt. Ja gut, hier ist gleich in grün. Das können wir aktivieren. Noch probieren, ne? So. Dann tun wir gleich speichern. Lügen. 3, 15, Megas. Speichern. Und Abfahrer einstellen. Dann können wir das kurz gucken. Zwar brauche ich jetzt neue Ordner. Kurz wieder entlassen. Zurück. Weiß zwar aktuell nicht, wie das funktioniert, wie ich das in den richtigen Ordner reinkriege. Weil aktuell ist ja der Aussaat und dann muss ich flügen. Einen Ordner verschieben, aber welchen Ordner? Und da ist außer drin. Und da. Flügen ist bei Flügen, ne? Na gut, okay, macht funktionieren. Ja, so ist das. Gut, ein Stückchen nicht gemacht, okay, ist nicht schlimm. So, jetzt flüchtet er mit 19 km/h. Ist okay. Ist halt ein großer Faktor, ne? So. Der erste läuft. Und Weizen auch. Der macht gerade Weizen. Holt doch nicht Raps rein. nee. So ist das mit der, ne, mit der, also hier kommt Raps rein. Das ist natürlich ungünstig, ne? Aber gut. Nun ist auch egal. Da knallen wir noch mal Raps rüber und dann ist gut. Das ist halt blöd mit der Fruchtfolge. Und ich wundere mich im Frühjahr, wenn ich Raps haben will. Vielleicht für eine Ölmühle und ich habe keinen Raps, ne? So. So. Einmal von vorn bitte, ne? Gut, jetzt macht der Raps. Drüber und dann muss es in einer halben Stunde erledigt sein, ne? Und knapp. So. So, mal gucken, was wir noch machen. Also das läuft jetzt. Das läuft. Das läuft auch. Passt. Wenn wir Düngen deaktivieren können, weil Dünger ist drin.
Hier knallen wir auch noch Dünger rein, ein zweites Mal, denke ich mal. Jetzt fahren wir den Drescher zurück. So, machen wir gleich zu. Ja, wir haben genug Arbeit, so ist das nicht, ne? Also, egal, wollte ich auch noch füttern, ne? Ja. Wird auch noch, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute die Folge gewesen sein. Als Ausgleich wissen für die andere Folge, die ein bisschen länger war, ne? Deutlich länger. Dann seid mal tschüss und bin gewinnt geschaut. Ciao. Ja, wie geht's? Es geht weiter morgen. Morgen hier auf dem Arsch. Würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Tschüss.